Hallo, ich bin Andrea Süß und habe hier in Studensee-Spöck seit 2007 meine eigene Ergotherapiepraxis. Es ist wirklich ein Beruf, der mich erfüllt und wo ich denke, da bleibe ich. Mein Name ist Melissa Zweigner. Die Ergotherapie hat mich gleich angesprochen und deswegen habe ich mich letztendlich für den Beruf entschieden. Ergotherapie in der Pädiatrie wendet sich an Kinder vom Säuglings- bis ins Jugendalter. Wir behandeln Kinder, die von einer Behinderung betroffen sind, die in ihrer Entwicklung verzögert oder auch in ihrer Selbstständigkeit und Handlungsfähigkeit eingeschränkt sind. Ebenso behandeln wir Kinder mit dem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Unser Ziel ist es, stets die normale und altersentsprechende Entwicklung des Kindes zu fördern. Um dieses Ziel zu erreichen, liegt unser Augenmerk beispielsweise auf der Förderung der Grob- und Feinmotorik, der Sinneswahrnehmungen und Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten. Beim Neurofeedback werden im aufmerksamen und bewussten Zustand Gehirnstromkurven analysiert und auf einem Computerbildschirm dargestellt. Die Ergebnisse können mittels Feedback-Training für die Therapie genutzt werden. Der Patient soll so eine bessere Selbstregulation erreichen können. Ergotherapie in der Neurologie behandelt vorrangig Erkrankungen des zentralen Nervensystems, wie zum Beispiel einen Schlaganfall. Die Behandlung erstreckt sich hier beispielsweise über die Verbesserung der Grob- und Feinmotorik sowie des Gleichgewichtssinns. Ergotherapie in der Orthopädie wendet sich an Patienten aller Altersstufen. Unser Ziel ist es, die Beweglichkeit wiederherzustellen, die Muskulatur zu kräftigen und die Koordination der Hände sowie der Finger zu normalisieren. Bei jeder Behandlung gilt es, die größtmögliche Selbstständigkeit des Menschen zu erreichen bzw. zu fördern. Ergotherapie in der Geriatrie behandelt Erkrankungen, die durch den Alterungsprozess bedingt sind. Gerne kommen wir für die Behandlung zu unseren Patienten direkt nach Hause oder auch ins Pflegeheim. Durch spielerische Zusammenführung von Kindern mit und ohne Handicap fördern wir den Respekt und die Akzeptanz des jeweils anderen. Ziel ist es, die Bewegungsabläufe zu verbessern und gleichzeitig auf spielerische Art und Weise die Eingliederung in eine gemischte Gruppe zu ermöglichen. In unserem Programm Fit für die Schule fördern wir gezielt Fähigkeiten und Fertigkeiten, die für einen erfolgreichen Schulstart notwendig sind. Unsere Kinder lernen spielerisch Regeln einzuhalten und den anderen zu achten. Mit Konzentrationsübungen trainieren die Kinder, bei der Sache zu bleiben. Für Fragen und Terminvereinbarungen stehen wir gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Sie!